Reiter, vielleicht können Sie uns verraten, wie Sie denn die Frau Merkel hier nach Deggendorf gelockt haben. Kein großes Geheimnis, sie war damals in der Flüchtlingskrise bei insgesamt 6 sehr intimen Besprechungen, die haben wir natürlich viele Steine aus dem Weg geräumt haben in der Flüchtlingskrise. Ich sage, das ist ja unser großes Plus, dass wir eng zusammenarbeiten können, die Praktiker vor Ort, mit denen, die dann die Entscheidungen treffen. Und da haben wir uns natürlich sehr schätzen gelernt. Es war auch so, dass uns die Bundeskanzlerin vor 1,5 Jahren alle bayerischen Landräte zu einem Arbeitsmittagessen ins Kanzleramt eingeladen hat. Wir sind also ständig in Kontakt. Und ich habe sie angefragt, ob sie zu uns mal zu einer größeren politischen Kundgebung kommt. Und da hat sie mir abgesagt, sagen wir, sie ist nicht mehr CDU-Vorsitzende. Sie macht keine politische Veranstaltung mehr. Aber wenn ich sie offiziell als Landrat einlade, dann kommt sie sehr gerne. Wir telefonieren auch ab und an. Und sie hat mir dann angeboten, es wäre ja eigentlich ein Anliegen, einen Ehrenamtsempfang zu machen. Das haben wir natürlich dankend gerne angenommen. Okay, alles klar. Und haben Sie Erwartungen jetzt an den Besuch für Frau Merkel? Ja, die Frau Merkel, die ist wie immer im Detail ganz tief drin. Das hat man in der Vorbereitung gemerkt und ich glaube, die Fragen, die heute gestellt werden, sind ja im Vorfeld eingereicht worden, dass sich da schon etwas bewegen. Okay, alles klar. Das